Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Final Fantasy 15. Und wir sind hier immer noch, wo wir quasi den Brief abgegeben haben, wo wir die kleine Cutscene hatten, wo wir uns erinnert haben an den Brief. Und wir wollen auf Bäumen der Gejagten abschließen. Dafür müssen wir Mega-Meris 2 töten und Mesmeris 4 töten. Also Mega-Meris hört sich an wie so Nahkämpfer und Mesmeris hört sich an wie, ja, wie Magiefuzzi-Viecher. So, wir sind gar nicht mal so weit weg, merke ich gerade. Da können wir doch easy mal hinfahren. Da, die Truhe ist wieder da. Ich sehe dich, aber da fahre ich jetzt nicht extra hin, das ist mir zu weit. Wir fahren lieber dahin. Ach, das waren die... Leide, was? Wo willst du denn langfahren? Ach so, ach, ich kann mir ein Ziel aussuchen. Aufgabenziele. Ich möchte gerne... Ach so, ah, das Zeug habe ich aber noch nicht. Da möchte ich... Okay, da möchte ich nicht hin. Ich möchte... Hallo? Wieso kann ich nicht selber fahren? Wieso kann ich da nicht hin? Okay, ich laufe zu Fuß. YOLO. Da hinten. Ich kann sie sehen. Ich kann sie riechen. Das waren die doch mit der fetten Rüstung, glaube ich, ne? Ach du Scheiße, sind die groß. Oh mein Gott. Auf welchem Level ist das? 8. Und wir sind... Oh, wir sind 7. Komm. Bald klingelt die Kasse, Leute. Oh yeah. Zack. Oh Gott, ist der groß. Na dann mal los. Au. Oh. Okay, man muss dazu sagen, das ist wieder die erste Aufnahme seit einer Woche. Ja, ich komm klar. So, und ich muss mich erstmal daran gewöhnen, wie das Ganze noch funktioniert. Genau, anvisieren. Und dann zack, Rüstung durchschlagen. Oh, ich musste gar nicht ablocken. Die haben aber auch Leben, die Dinger. Keine Sorge, ich bin ausgewichen. Ich bin gut. Überraschungsangriff. Ich glaube, war Lila nicht so gut. Ich glaube, Lila-Schaden war nicht so gut, ne? Nacht, ich brauche Hilfe. Okay, mach einen Sturm. Alter, ist der große Bengel. So, wir wollten diesmal warten. Okay, da passiert nichts. Au, 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 au. Ja, ja, ja. Rudelbumsen ist hier nicht. Lasst mich in Ruhe. Zack. Wie wär's betreffen? Großartig. Okay, ach. Okay, okay, okay. Okay, wir nehmen einfach die Messerchen. Wie soll man denn so schnell reagieren? Ja, oh ja, das war der Schaden, den ich gesucht habe. Es geht so weit. Sorry. Okay. Wir ziehen uns mal kurz einen Heiltrank rein, ne? Ich denke mal, das ist... Okay, und ich muss blocken gleichzeitig. Ich glaube, Heiltrank und blocken ist nicht, ne? Wir müssen es testen. Ich bin ausgewichen. Haha! Da haben wir das doch nicht gerechnet, kleine Biatcha. Und wieder abgeblockt. Okay, wir müssen auf jeden Fall... rechtzeitig blocken. Ich will die sich einfach austauschen. Und die Kamera ist komisch. Ach, verdammt. Da bin ich einmal ausgewichen, weißt du, und dann... verkackt. Überraschungsangriff! Okay, wir visieren einfach den hier an. Und dann zack! Wir machen die einfach kaputt. Was ist denn los hier? Und dann machen wir einen Ansturm. Gleisansturm finde ich cool. Deswegen mache ich den immer gerne. Bam! Ah, von hinten zertrümmert, mein Freund. Au. Oh. Wir drehen durch. Das Prompto in Ruhe. Ich sehe es. Wirklich? Ich versuche mein Bestes. Ah! Lass mich! Sag dir, lass mich! Ich muss Prompto helfen. Hm. Alles klar. Das war echt knapp. Wie viel Leben habt ihr eigentlich, ihr Bengels? Hör mal auf mit dem Scheiß. Ich glaube, der ist wütend. Der ist irgendwie rot, oder? Ich glaube, ich krieg gleich einen
Schätze drin. Kein Problem, kriegst einen Heiltrank, Pompto, hier. Bin dran. Oh, gerade noch ausgelacht. Rockt, verausgab dich nicht so, Mann. Ja. Und erhol dich. MP-Stase. Ohne MP kannst du weder ausweichen noch Warp-Angriffe ausführen. Geh in Deckung oder teleportiere dich über einen Punkt-Warp. Achso, ich kann keine Warp-Angriffe machen, aber ich kann Punkt-Warp machen. Ah. Auch während deiner Stase möglich. An einen hohen Punkt. Bevor deine MP auf Null fallen, um MP zu regenerieren. Okay. Lass mich in Ruhe, please. Duck mich auch. Ah! Ich wollte mich hier verstecken, du Arsch. Wie oft soll ich denn noch blocken? Das stimmt mit dir nicht. Prompto, los geht's. Okay, Jungs. Leg los, Prompto. Schön Dauerschuss machen. Und nochmal. Zack. Warte, wie die funktioniert, egal. Ich verzieh mich mal, ne? Oh, MP. Wie der zu mir wollte, habt ihr das gesehen? Au. Ich wollte, what? Ich wollte gerade einen Heiltrank reinziehen. Für Ignis. Ignis! Ignis? Siehst du rein? Yes. Übertreib's nicht! Ignis will nicht! Das sieht nicht gut aus für uns! Okay, Ignis. Willst du einen Heiltrank oder nicht? Er geht doch! Warum nicht gleich so? Oh Gott! Und wieder geblockt. Langsam werde ich gute blocken. Okay. Starker Gegner. Viele sind nicht mehr da. Warum glaubst du, ist sonst ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt? Ignis! Oh, Ignis, du bist jetzt schön geheilt. Was hat Schaden gemacht, ne? War richtig. Oh Gott, er hat an allen Schaden gemacht. Ignis ist gar nicht mal so schlecht. Ich sehe doch, dass du mich schlagen willst. Lass mich in Ruhe. Ja, Prompto, du bist hier ein Schütze. Verstehst du, übernehmen den. So bin ich halt. Ich habe keine Ahnung, was ich da getan habe. Aber ich zerfetze ihn richtig. Und ich habe geblockt. Oh, bin ich gut, Freunde. Ich bin in Topform und er hat mich trotzdem irgendwie bekommen. Denk daran, beschwöre für jeden Gegner die passende Waffe herauf. Ja, es ist eine passende Waffe, mein Freund. Ich mache orangenen Damage, guck's dir an. Siehst du? Außer, dass ich gerade zum Boden geschlagen wurde und halb tot bin. So. Hey, lass mich! Ich hab dir nichts getan. Ich bin unschuldig. Yep. Mach mal doch mal hier. Oh, ich kann's verbinden. Ich kann's verbinden. Ach, das ist der Übelste, ja? Habe ich doch schon gesehen, bevor du überhaupt angefangen hast zu schlagen. Immer schön aufs Wort, immer schön aufs Wort. Oh, er versucht zu fliehen. Du fliehst mir nicht. Die Probleme habe ich nicht vorausgesehen. Sieht nicht gut aus. Sieht das nicht gut aus, der letzte Mann. Der macht's nicht mehr lang. Oh. Bring dir es zu Ende. Schnell und schmerzreich. Oh, ich bin in der MP-Stase, ja. Mein Freund, ich gehe mal da hinten hin. Lass mich bitte so lange in Ruhe. Ups. Da ist der Weg. Was machst du denn? Komm zurück. Es gibt nur noch zwei Optionen. Töten oder getötet werden. Jojo. Ich versuch's. Ich warte mal hier. Ich find's cool, dass ich hier meine MP wieder bekomme. Okay, das war kacke. Jetzt habe ich so viel MP verloren. Du sollst da nicht hin! Du sollst ihn angreifen. Ja gut, jetzt habe ich meine MP wieder. Das bin ich nicht bekommen, mein Freund. Okay. Das ist echt ein harter Kampf. Aber ich habe geblockt und jetzt ist er tot. Gut gemacht, Ignis. Heilige Scheiße. Oh Mann, hab ich vielleicht einen Durst? Und ich bin am Verhungern. War ja auch ein harter Kampf. Und ich krieg nur so wenig. So wenig XP. So, es gab ja diese komische Schnellreisemethode, ne? Guckt's euch an!
Lass es kriegen. Boom, wir brauchen ein Fahrzeug. Die Frage ist doch, wenn wir mit unserem Fahrzeug hinfahren und uns teleportieren. Also, ist denn unser Fahrzeug wieder hier? Oder hat uns das jetzt Geld gekostet? Und ich sollte mich dann gewöhnen, vor Aufgaben was zu essen vielleicht. Das hätte uns richtig geholfen. Aber ich bräuchte mal wieder Kleidung. Richtig geile Kleidung. Hab vor kurzem meinen ersten MI gesehen. Echt unheimlich. Willkommen. Hallo. Also, erledigt. Alles noch dran? Jetzt sind wir Rang 2. Jetzt können wir Rang 2 Aufträge machen, wobei wir bei Rang 1 schon Probleme haben. Es geht voran, was? Ja. Titanreif. Nice. Hört sich nach Leben an. Was darf sein? Jagd. Was haben wir alle noch hier? Schwere Brocken. Stufe 27, hast einen Arsch offen, oder was? Okay, das haben wir abgeschlossen, ne? Die können wir noch nicht machen, aber... Seid vorsichtig. Wir hatten doch noch... Wenn wir dahin reisen... Ich glaube, wir fahren mit dem Auto direkt hin. Ich glaube, das Geil ist noch mal ein bisschen schneller als das Autofahren. Aber das Autofahren ist ziemlich entspannt, muss ich sagen. So. Wir hatten hier doch noch ein paar Quests, ne? Hä, wo ist... Ach, hier sind nur Betten. Hier ist... Das ist gar nicht die... Das ist gar nicht die Werkstatt. Doch, Hammer. Ich bin doch gerade... Ich bin nach Hammerhead gereist, was... Ach, zur letzten Unterkunft reisen. Ach so. Ach so ist das also. Ah. Automatisch fahren. Parkplatz. Hammerhead. Eine Minute. Ah, cool. Habe ich gerade irgendwie so eine Art Geld-Sound gehört? Habe ich gerade Geld verbraucht? Und wieso ist hier ein Ladescreen? Ich dachte, wir fahren. Oder wenn man zu Parkplätzen fährt, ich glaube, wenn man zu Parkplätzen fährt, dann reißt er auch im Ladevorgang. Das sind Dinge, die man so erstmal herausfinden muss in diesem Spiel, weil es ist halt ein neues Spiel für mich. Ich weiß ja nicht, wie das Ganze funktioniert. Und ich sollte mir auch die Tipps hier am besten durchlesen, die Tops. Jeder besiegte Gegner und jede erfüllte Aufgabe bringt den Gefährten Erfahrungspunkte. Das weiß ich schon alles, aber gut. Ich liebe diesen Laden. So viel Autozubehör. So viele Titten. Für einen Technikfreak wie dich sicher toll. Ja, ja, ja. Ach, und wir können hier mal nochmal shoppen gehen, ne? Hast du mittlerweile hey, neues Zeug? Wie wär's mit einer Pause? Auf geht's. Hoffe, es ist was für dich dabei. Nein. Sein Aussehen hat sie zum Glück nicht geerbt, aber sein... Man sieht sich. Ja, ja. So. Ach genau, hier können wir bestimmt unsere Farbe ändern, ne? Immer munter bleiben. Dann können wir bestimmt unsere Farbe ändern. Oder? Ich glaube, da muss ich mit dir reden. Hallo, Tittenmonster. Ach, fast vergessen. Ich wollte euch ja noch fragen, ob ihr den Regalia tunen möchtet. Weißt du, das Schöne ist? Die sieht echt nicht schlecht aus. Die hat Betonbrüste, aber... Ihre Stimme, das ist doch eine alte Frau. Was darf's denn heute sein? So. Sucht euch eine Farbe aus. Elfenbein? Wow! Tiefenblau. Elfenbein ist schon cool, ne? Welche Farbe soll's sein? Wind. Sucht euch eine Farbe aus. Das sehe ich aus, als wäre ich ein Türke, keine Ahnung. Welche Farbe möchtet ihr für die Sitze? Was haben wir denn hier so Schönes? Ich denke mal so ein... Es sieht aus, als wäre ich ein alter Sack. Muss was Modernes haben. Ganz in Weiß. Und was ist mit den Felgen? Dann machen wir so ein Goldgelb. Mehr habe ich im Moment nicht auf Lager. Welches Design möchtet ihr gerne? Oh yeah, baby. Oh yeah. Und kostet mich nicht was. Bist du dir sicher? Überlass das mir. Guckt euch das jetzt an. Wir haben eine neue Karre, die sieht nicht mal jetzt schlecht aus. Holy shit, guckt es euch an. Fertig. Na, was sagt ihr? Bleib ruhig drin.
Oh Gott, guckt euch das an. Ich sehe jetzt wirklich aus wie so ein steinreicher Typ. Oh krass. Die Wartung hat sie auch mitgemacht, ne? Überraschung! Wir haben neue Teile reinbekommen. Habt ihr? Wir machen erstmal eine Wartung. Er braucht momentan keine Wartung, okay. Ihr habt neue Teile reinbekommen. Was darf sein? Welche Farbe soll's sein? Am Arsch, ihr habt mich belogen. Ihr habt mich einfach belogen. Bis bald, Jungs. Na gut. Wir wollten Missionen annehmen, ne? Und ich glaube, es wird langsam dunkel, oder? Oder kommt mir das nur so vor, weil der Sand so stürmisch ist? Wir gucken erstmal nach einer neuen Aufgabe. Ach, du bist ja, es sei nicht so schreckhaft, Mann. Das hier sind unsere Problemkinder. Stufe 15, ich verstehe. Was möchtet ihr wissen? Das ist jetzt nichts Neues, ne? Ja gut, die Kisten will ich jetzt nicht nochmal öffnen, da ist wahrscheinlich wieder nur Phönixfeder und die Titanreifen und so weiter drin. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal zur Hauptmission. Dafür müssen wir zu unseren... Das ist das Auto, Alter. Das ist krass. Oh Gott, okay, steigen wir ein, komm. Das sieht aber nicht so aus, wie ich es designt habe. Ich sehe, dass die Sitze nämlich schwarz sind. Nee, die sind weiß, alles gut. Automatisch. Aufgabenziel, der Prinzenversand. 3 Minuten dauert's. Lasst nichts liegen. Okay. Oh mein Gott. Das ist krass, das ist einfach krass. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns gleich so, kurz bevor wir ankommen. Das Meer! Ich kann das Meer sehen! Oh, Tatsache! Das ist der Galdinkai. Schwimmen, das wär's. Dahinter, was ist das für ein seltsamer Berg? Das ist eine Insel. Berg, Insel, wen interessiert das schon? Wir sind hier in einem Feriengebiet. Weiche Betten und Massagen, Leute. Und gute Küche. Die Fischgerichte hier sollen absolut fantastisch sein. Mmm. Freu mich schon drauf. Das ist ein krasser Berg. Insel. Sorry, Insel. Heilige Scheiße. Das wird... Die Natur kann doch sowas niemals produzieren. So, wir sind beim Galdinkai angelangt. Ich glaube, so hieß das. Wunderschön gepackt. Wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Okay. Ja, ich tank erstmal auf, ne? Sicher ist sicher. Ich meine, es sind nur 10 Gil. Was soll's? Kann man ja mal machen, ne? Hört sich auf jeden Fall sehr anstrengend an. Oh, ja. Bist du nicht derselbe Typ wie vorhin? Wenn du jetzt neue Sachen hast, ne, dann raste ich aber aus. Hoffe, es ist was für dich dabei. Nö. Alles beim Alten. Magie. Wir haben auch keinen Magiefutzi. Wir bekommen einen Magiefutzi. Eines Tages. Man sieht sich. Höchstwahrscheinlich. So, da hinten können wir uns wieder ausruhen. Ja, wirklich viel Erfahrung haben wir jetzt nicht gesammelt. Das würde sich, glaube ich, jetzt nicht lohnen. Wir gehen erstmal zu unserer Hauptmission. Oh, guck dir das Wasser an. Ich will schwimmen. Yeah. Jetzt bin ich traurig. Und hier eine tolle versteinerte Busche. Wow, das ist der Schatz des Jahrhunderts. Den muss ich unbedingt behalten. Werde ich in einen Bilderrahmen stecken und bei mir in die Butze hängen. Wenn ich irgendwann eine Butze habe. Ich hoffe, ich habe eines Tages eine Butze. Legen heute wirklich keine Schiffe ab? Wie? Wie ist liegen keine Schiffe ab? Und was ist das? Achso, Chocobo. Wo kommst du denn her? Hey ho. Willkommen. Bei dir kann ich also nur kaufen, ne? Bestien. Ein Design, das sich gefährliche Bestien zum Thema genommen hat. Für alle, die hinterm Steuer selbst zum Biest werden. Ja. Nehme ich. Herzlichen Dank. Nehme ich. Ist zwar alles nur optisch und ich bin gleich pleite. Aber wer braucht denn schon Arznei? Ich brauche doch keine Arznei. Vielleicht sollten wir Arznei kaufen.
Was suchen Sie heute? Ich glaube, auf uns wartet so eine Art Bosskampf oder so. Ich meine, die sind ja nicht mehr wirklich teuer. Komm, da kaufen wir uns 10 von. So. Dann haben wir 18. Herzlichen Dank. Phönixfeder brauchen wir nicht mehr. Schauen Sie mal wieder vorbei. So. Oh, guckt euch an, wie cool das aussieht. Ich muss dazu sagen, das Wasser... Die Atmosphäre hier. Der Wind ist sehr angenehm. Ich muss schon sagen, gar nicht so übel hier am Meer. Ach stimmt. Du warst ja eigentlich noch nie so richtig am Meer. Das Wasser sieht jetzt nicht so awesome aus, aber das hier sieht da hinten aus, als könnte man da schwimmen. Da liegt was. Ein Metall später. Ist mir aus der Hose gefallen. Ich hab nämlich Eier aus Stahl. So. Dann bin ich mal gespannt. Wir können anscheinend nicht abfahren, weil keine Schiffe fahren. Wir haben es gerade von der Frau gehört. Willkommen am Galdin Kai. Ja, ja. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Was? Ihr kamt, um in See zu stechen. Woher weißt du das? Doch, der Hafen ist geschlossen. Wer bist du überhaupt? Ein gestrandeter Wanderer wie ihr. Ich sehne mich nach meinem Zuhause. Und alles nur wegen des Waffenstillstands. Eine Sondermünze zum Friedensabkommen? Hä? Echt jetzt? So ein Quatsch. Das ist euer Taschengeld. Hä? Hey, sag schon, wer bist du? Sag dich doch schon, ein Wanderer. Hä? Ja, klar. Ob es stimmt, dass die Schiffe nicht fahren? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Am besten, wir schauen mal nach. Ich find's cool. Wir kommen zum Kai, gehen Richtung Schiffe. Und dann sagt er, ach, ihr wollt ja mit der Fähre fahren. Nein, woher weißt du das? Du bist ein Hexer. Wir sind zum Kai gekommen, um zu baden. Herzlich willkommen bei uns. So. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Refugien eingezeichnet. Parkplätze eingezeichnet. Ich hab da jetzt nicht gesehen, dass da irgendwas dazugekommen ist. Ortschaften. Sammelstellen. Und das war's ja. Recht armselig hier, ne? Wählen Sie aus diesen Gerichten. 4000. Das ist alles so teuer. Wie soll man sich sowas leisten können? Mit diesem Getier haben wir unsere Probleme. Schrecken der Sonnenanbeter. Ja, wir sind noch ziemlich weit weg von Elf, also... Beehren Sie wir warten noch kurz, wieder. Wir warten noch kurz, bis wir das machen. Ha. Na komm, gucken wir mal nach den Schiffen. Oh, ich dachte, ich kann da runterspringen. Ui, da war was, verdammt. Weit und breit kein Schiff zu sehen. Aber wieso? Gute Frage, steht's vielleicht? Weil man aus Altissia derzeit nicht wegkommt. Meinen Quellen nach hat Niflheim angeblich ein Embargo verhängt. Ihr müsst die Noctis-Truppe sein. Habe ich recht? Höchst erfreut. Mein Name ist Dino. Ja, als Reporter habe ich so meine Quellen. Vor mir bleibt nichts geheim. Von eurem Jagddebüt habe ich ebenfalls gehört. Ihr seid inkognito, oder? Keine Angst, ich halte dicht. Allerdings wäscht eine Hand bekanntlich die andere. Wir hören ihm mal zu. Das klingt interessant. Was liegt denn an? 80 EP, bam! Sehr schön, du fackelst nicht lange. Gib mal deine Karte. Was willst du mir zeigen? Hab euch auf der Karte eine Stelle markiert, wo es Rohedelsteine gibt. Die brauche ich für meinen Zweitjob. Im Gegenzug versuche ich, euch ein Schiff für die Überfahrt klarzumachen. Oh, und meinen Mund zu halten, natürlich. Für seinen Zweitjob. Aha. Wozu bist du ein Reporter, wenn du dann kaum was verdienst? Aktueller Fahrplan außer Betrieb. Der Hafen scheint echt geschlossen. Was du nicht sagst. Der Typ hat uns ja direkt erkannt. Naja, wir verheimlichen es auch nicht wirklich. Er meinte, er sei Reporter. Wenn wir einen Artikel über uns vermeiden wollen, sollten wir uns gut mit ihm stellen. Die Seluna-Fälle.
Ein berauschender Anblick in Altissia. Ist aus Altissia. Ja, was du nicht sagst, stand da auch gerade. Haben wir noch irgendwas? Mama, wie schön das Meer glitzert. Tatsache, was für ein schöner Anblick. Wir hätten Papas Kamera mitnehmen sollen. Tatsache. Kosmogonie. Aus der Kosmologie, nee, Kosmogonie, die göttlichen sechs. Achso, das Buch heißt. Aus der Kosmogon. Alter! Denkt euch normale Namen aus, die man aussprechen kann! Aus der Kosmogonie, die göttlichen sechs. Der Riese Titan, so stark wie der Fels. Der Donnergott Ramu, so weise wie die Welt. Die Eisgöttin Shiva, so gütig wie frischer Schnee. Die Wassergöttin Leviathan, so tobend wie die Brandung. Der Schwertgott Bahamut, so stolz wie blanker Stahl. Und der Feuergott Ifrit, so hitzig wie tiefster Verrat. Dies sind die Götter, die Eos geformt haben. Man muss dazu sagen, diese Götter, die gibt es einfach in jedem verdammten Final Fantasy. Nur mal so zur Info. Wobei ich sagen muss, dass Shiva für mich eher sich anhört wie ein Feuergott. Einfach nur, weil ich League of Legends spiele und da gibt es jemanden, der heißt Shivana oder eine, die heißt Shivana und sie ist halt irgendwo ein Drache. Und Leviathan, ich weiß nicht, das hört sich irgendwie nicht so episch an. Überhaupt gar nicht. Aber ist, das ist doch der Typ da drauf, oder? Hm. Na gut, mehr gibt's hier, glaube ich, nicht anzugucken. Achso, da kocht sie. Man kann sich hier auch irgendwo ausruhen, ne? Vorzüglich. Wie teuer ist das hier bei euch? Herzlich willkommen. 10.000 Geld! Geh sterben, Alter! Was stimmt mit euch nicht? Ihr seid doch alles kranke Leute, 10.000 Geld auszugeben zum Schlafen. Einfach zum Schlafen, meine Fresse, ich leg mich an den Strand, da ist es gemütlicher. Ich meine, ich werde höchstwahrscheinlich aufgefressen, aber... Mein Pomponi wird bei euch aufgefressen, du? Bist du denn? Eine Aufgabe? Eine Katze. Was ist? Gehst du spazieren? Hast du dich etwa verlaufen? Dann hast du bestimmt Hunger. Hat sich Timmy den Knöchelchen gestoßen? Also. Verstanden. Warte mal eben. Jungs, wir müssen hier irgendwas suchen. Futter, meinst du? Du könntest was Fisch angeln. Gute Idee. Das machen wir. Überall, wo sich ein Steg befindet, kann Noctis seine Angel auswerfen. Eine Angelausrüstung besitzt der Prinz bereits. Warum probierst du sie nicht gleich hier an dieser Venusküste aus? Freunde, jetzt wird's spannend. Wir dürfen angeln. Und wie das Ganze aussieht und ob wir ein Monster angeln werden, das erfahren wir erst morgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.